Mary Quant, Erfinderin des Mini-Rocks, schockierte und begeisterte in Hamburg mit ihrer ersten Deutschland-Kollektion. Im Rhythmus einer Beatband aus London begann die 32-jährige Mary Quant in der Hamburger Galerie Neuendorf ihren Feldzug für freiere Ausblicke auf die weibliche Anatomie. Mit einer der nachhaltigsten und charmantesten Provokationen unserer Zeit erntete sie weltweiten Ruhm, Millioneneinnahmen und den Empire-Orden ihrer Königin. Seitdem sie nicht nur das Knie dem Dunkel einer bedeckteren Mode entriss, begeistert Mary Quant die Jugend und schreckt die Moralwächter aller Breitengrade. Neueste Attraktion in Hamburg, der Total-Look. Eine gleichfarbige Kleidung von Kopf bis zur Zehe. Lose fallende Hemdkleider und extravagante Trikots finden den Zuspruch einer jungen und vorurteilsfreien Generation. Mit Hilfe kleiner Preise soll jetzt der Sieg der Mini-Revolution vollendet werden. An ihrer Spitze Mary Quant, mädchenhaft scheu und angesichts ihres Erfolges ein wenig verblüfft.